Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier der Olli für euch am Start und zwar mit einer neuen Folge Warcraft 3 Zusatzkampagne in The Frozen Throne. Ja, wir haben das letzte Mal dann doch nochmal einen kleinen Abstecher gemacht und haben Shen Stormstrout, den Pandaren-Braumeister, gefunden. Den haben wir dabei geholfen, ein spezielles Bier zu brauen und der ist nun als tolle Braumeisterklasse ein zusätzlicher Held, der uns begleiten wird. Das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Wusste nicht, dass der bei der Story dabei ist. Also ich hab's im Nachhinein irgendwann mal gelesen, aber damals, als ich es als Kind gespielt habe, wusste ich es nicht. Da habe ich den einfach nicht gefunden. Aber jetzt bin ich sehr, sehr froh darüber, ihn gefunden zu haben. Jetzt haben wir einfach nochmal Mitstreiter mehr. Dadurch wird es dann noch leichter. Auf der diese Mission zu bestreiten. So, jetzt wollen wir uns am Gipfel treffen, ne? Aber ich frage mich gerade. Ja, ist auf jeden Fall da, weil da war ich noch nicht. Schätze ich mal stark. Was ist da eigentlich? Wir gehen einfach mal da rein. So. Ja, jetzt dürfen wir erstmal wieder ein paar Zentauren kloppen und alles andere, was uns da so in dem Weg steht. Aber wir müssen auch jetzt unseren Shen erstmal ein bisschen hochleveln. Da muss er jetzt praktisch ein bisschen aufholen. Wir haben ihn auch schon ein bisschen Equip gekauft. Für insgesamt, ja, knapp 10.000. Sollte auf jeden Fall erstmal ein bisschen mithalten können. Ja, da waren die Goblin-Höhle. Okay. Aber da oben links müssen wir dann also auch noch hin. Wenn ich mich nicht ganz irre. Gucken wir mal. Das ist es. Gleich dahinter liegt der Treffpunkt. Seid gegrüßt, Menschen. Wurde auch Zeit, dass ihr erscheint. Was soll das alles bedeuten? Dieser Oger kann nicht der Kriegshäuptling der Orks sein. Und ihr seid nicht Jaina Proudmoore. Jaina? Wie kommt ihr darauf, dass sie... Ach, genug dieses Geschwätzes. Wir hatten gehofft, wir könnten euren elenden Kriegshäuptling in die Finger bekommen. Aber ihr müsst eben genügen. Schlag zu! Mörder, ich wusste, dass es eine Falle ist. Wie geil. Oh, scheiße. Ihr seid ein Dreckser. Was liegt vor mir? Noch eine Runde? Ich schreib's auf eure Rechnung. Ich habe einen echten Brief. Bin zur Spur. Sagt mir, wer euch geschickt hat, Mensch. War es Jaina? Törichtes Tier. Ihr habt ja keine Ahnung, was auf euch zukommt. Das ist erst der Anfang. Ich kapier schon, Mann. Ja, der gute Rexer ist halt Blitzmarke der Firma langsam. Ja, nee, also er war halt, klar. Vor allem, ich wollte eigentlich auch einen Kriegshäuptling in die Finger kriegen. Hoho, ich verrate meinen Plan, ich bin so böse. Aber gut. Jaina Proudmoore hat also nichts damit zu tun, mit den Angriffen von Theramore aus. Deswegen sind wir da alle schon mal beruhigt. Aber dann fragt sich halt natürlich, wer das Ganze hier in die Wege leitet. Der Rexer zerstört alle Pläne, das tut er allerdings. Und er macht das gut. Das macht er verdammt gut. Haut sich da Ärger zusammen? Jagt sie raus. Auf der Pirsch. Ihr hattet recht, Rexar. Ich hätte euren Instinkten trauen sollen. Dennoch kann ich nicht glauben, dass Jaina so etwas versuchen würde. Vielleicht sollten wir es mit der direkteren Methode versuchen. Rexar, ich habe Jaina Proudmoore einen Brief geschrieben und um eine Erklärung für diesen Wahnsinn gebeten. Ich möchte, dass ihr euch in ihren Stützpunkt auf der Insel Theramore schleicht und ihr das Schreiben persönlich überbringt. Verlasst euch auf mich, Sral. Aber ich könnte Hilfe brauchen, um die Verteidigungsanlagen der Menschen zu umgehen. Ich habe diesen Zeppelin gechartert, auf dass er euch zum neuen Dorf des Darkspear-Stammes bringt, wenn ihr bereit seid.
Wenn ihr dort seid, wird Vol'jin dafür sorgen, dass ihr jede erdenkliche Hilfe bekommt. Viel Glück, Rexar. Die Zukunft Durotars liegt in euren Händen. Fortsetzung folgt. Die Saga wird schon bald mit 2 kostenlosen Episoden fortgesetzt. 2. Akt, alter Hass. 3. Akt, ganz in Glorie. Lange sich bei Battle.net Blizzard so verfügbar ist. Na wunderbar. Sehr schön. Gut. Alter Hass. 2. Kapitel. Steht uns nun bevor und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Aber das war jetzt wieder ein bisschen eine kürzere Folge, was soll's. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder beim 2. Kapitel Alter Hass. Euer Olli, over and out. Ja, ich mag Warcraft 3. 1/3 der Dudes sind senil, ein anderes Titel war von Anfang an dämlich. Sind halt nicht alles die Klügsten, ne? Wer das in die Wege leitet? Na, es ist immer der Gärtner. Sorry, wieder erklären, ich bin wieder ein bisschen doof, weißt du ja, bin manchmal ein bisschen dämlich. So, Kapitel 2, alter Hass. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Was schon, fast 6:30, mein Gott, ey, wir müssen uns mal ranhalten. Yo, Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier der Olli für euch am Start mit einer neuen Folge Warcraft 3 The Frozen Throne mit der Zusatzkampagne und dem Akt 2. Wir haben das letzte Mal das Gipfeltreffen für Thrall an Thralls Stelle angetreten. Es war tatsächlich eine Falle und es scheint so, als ob Jaina Proudmoore mit dem ganzen Angriffen von Theramore aus nichts zu tun hat. Aber wer dann? Und warum tut Jaina nichts dagegen? Das werden wir hoffentlich bald erfahren. Alter Hass. Die leichte Brise bringt den Geruch der See in die Dust-Wallow-Marschen. Der Darkspear-Stamm hat dort sein neues Dorf gegründet, so wie die Tauren ihre neue Heimat im nahegelegenen Malgor aufbauten, nachdem sie die Unterdrückung der Zentauren abgeschüttelt hatten. Grüße, Mann. Euer Besuch ehrt meinen Stamm voll sehr, auch wenn ich weiß, dass ihr dringendere Geschäfte habt. Ist nicht leicht, sich auf die Insel Theramore zu schleichen. Zum Glück kann euch einer helfen. Er wartet am Hafen auf euch. Folgt der Straße zur Stadt hinaus, um ihn zu finden. Wir haben Gerüchte gehört, dass die Flotte der Menschen im Kanal zwischen dem Festland und Theramore patrouilliert. Passt bloß auf, Mann. Sie könnten euch von der Zauberin fernhalten, die ihr sucht. In Ordnung. Theramore infiltriert mit Samurit-Treffen, Inchabilis-Gebräu platzieren und 5 platzieren. Okay. Gut, dann treffen wir uns erstmal mit diesem Knaben, der wahrscheinlich da bei der markierten Stelle ist. Haben wir ja noch irgendwas? Voodoo-Halle. Da sind wieder so ein Haufen Zeug. Mal gucken, aber ich glaube nicht, dass wir das davon brauchen. Zertauren, oder was wir so gern haben. Mit Fangzähnen und Klauen. Was liegt vor mir? Don't worry, be happy. Entfesselt meine Kraft. Unsere Wege kreuzen sich. Ich wandere durch. Allein. Ah, wir
Das sind also hier unten praktisch, genau, das Guadalmarsch, genau. Das war nämlich das alte, das ursprüngliche, ja, Trollgebiet, Troll-Anfangsgebiet. Das war relativ nah an dem Ork-Anfangsgebiet, war auch ein bisschen langweilig da zu questen, muss man ganz ehrlich sagen. Inzwischen sind sie wieder auf den Echo-Inseln, die Trolle. Und gerade praktisch westlich sehen wir Malgor, eine wunderschöne Wiesenlandschaft. Ich liebe dieses Anfangsgebiet, ich habe es schon bestimmt 10 Mal gespielt, weil ich so viele Tauren habe auf WoW. Mit der Hauptstadt Thunderbluff, Donnerfels, auch eine sehr, sehr coole Sache. Razor of the Downs kenne ich jetzt tatsächlich nicht gerade. The Barrens ist das Brachland, genau, kennen wir alles. Und oben ist Ashen Vale Forest, kennen wir auch. Fromka, Bruder. Ach, da ist Samuro, guck mal, kennt ihr den? Meine bescheidenen Fähigkeiten gehören euch. Vol'jin vertraute mir einen Satz Sprengladungen an, die mit einem instabilen Gebräu gefüllt sind. Wenn ich sie an wichtigen Gebäuden anbringen könnte, würde euch die Ablenkung genug Zeit verschaffen, mit diesem Boot den Kanal zu überqueren. Okay. Okay, also mit denen mache ich jetzt gerade nichts. Instabiles Gebräu, ein Fässchen davon, was? Ein Fässchen randvoll mit dem stärksten Sprengstoff, der diesseits von Kasmodan erhältlich ist. Ah ja. Mechanisches Tier erzeugt ein vom Spieler erzeugtes gesteuertes Tier, mit dem Feinde ausgespielt werden können. Und ein Mana-Trank, okay. Genau, wir haben jetzt hier den Blade Master. Kennen wir ja schon von Grom Hellscream aus der. Ich höre und gehorche. Ja, ist ein Level 10 Klingenmeister, sollte mit fertig werden. Kostet meine Klinge! So. Ich höre und gehorche. Gucken wir mal. Ja. Bloodbeaker-Saga töten. Okay. Vor zu Knichewahl. Als Nebenquest. Kostet meine Klinge. Für Kasmodan! Ja, ja, man kennt ihn. Und jetzt haben wir hier noch was. Ach komm, bringen wir den noch schnell um. Nebenquest ist immer gut, wir haben ja noch Zeit, alles gut. Alter, der hält ja viel zu viel aus. Nee, den schaffe ich nicht. Ja, aber. Ich bin bereit, es wieder zu versuchen. Diesmal werden sie mich nicht mal kommen sehen. Gut, den Wutkind lasse ich jetzt mal in Ruhe. War ein bisschen peinlich. Ich bin versucht, einen IS-Spruch zu bringen. Ich weigere mich auf die Gefahr, einen weiteren Moralpredigt hin. Ja, ja, sag mal, schön lieb. Ich höre und gehorche. Oh, Scheiße, ey. Hey. Vor zu Knichewahl. Hey. Was ist jetzt los? Hey. Vor zu Knichewahl. Ich höre und gehorche. Wunderbar. Gut. Jetzt machen wir mal das, was wir eigentlich machen sollen. Ah, okay. Wie lange hält denn der Scheiß? 50 Sekunden. Das reicht doch, oder? Was? Warum? Ich höre und gehorche.
Ja. Vor zu Knichelwahl. Hey. Ja. Hey. Vor zu Knichelwahl. Ich höre und gehorche. Vor zu Knichelwahl. Ja. Hey. Ja. Vor zu Knichelwahl. Ja. Oh, das wäre richtig gut sogar. Mit der Heilung. Das ist wieder einer, der mich nervt. Kostet meine Klinge! Ja! Vor zu Knichelwahl! Ich höre und gehorche! Weißt du, vor allem, das merkt man auch gar nicht, ne? Vor zu Knichelwahl! Kostet meine Klinge! Ja! Ich höre und gehorche! So. Und letzte ist hier. Und dann gehen wir verborgen und super duper schnell. Dass wenn man schleicht und sich unsichtbar macht, komischerweise schneller ist als so, ist ja auch super. Ich höre und gehorche. Ja. Hey. Ja. Ah, nein! Hey. Ich höre und gehorche. So. Und jetzt? Kostet meine Klinge. Richtige Bombenleger. Na, IS-Witze darf man machen. Das ist okay. Mach ich auch. Jaina Proudmoore, ich bin Rexar. Ich bringe eine Nachricht von Kriegshäuptling Sral, den ihr zu töten versucht habt. Er möchte wissen, weshalb eure Krieger in unser Land eindringen und uns mit Krieg drohen. Tja. Was redet ihr da? Ich trachte Sral nicht nach dem Leben, noch gedenke ich, den Pakt zu brechen, den wir geschlossen haben. Vielleicht. Doch die Tatsache bleibt, dass eure Schiffe und Krieger unsere Siedlungen auf dem Festland überfallen haben. Ich musste ein großes Lager umgehen, nur um zu euch zu gelangen. Ich versichere euch, ich habe keine Angriffe befohlen. Bringt mich zu diesen Truppen, Rexar. Ich möchte mich selbst überzeugen. Rexar, das scheinen mir keine Menschen zu sein. Diese Schlangenwesen, sie müssen das Lager zerstört und eure Brüder ermordet haben. Hm. Jetzt haben wir Naga, okay. Menschliche Überlebende. Der Naga ohne Stupfer erreichen alle menschlichen Überlebenden suchen, okay. Nicht, dass ich da jetzt alles verstehe. Oh, jetzt steuern wir sogar Jaina. Wie geil ist das denn bitte? Mehr Helden. Ich hätte gerne eine Liste mit verbotenen Witzthemen. Alles, was Olli nicht witzig findet. Mechanisches Tier. Noch eine Runde? Na. Entfesselt meine Kraft. Kann man vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Unsere Wege kreuzen sich. Ich wandere allein. Welches Gifterl hätte ich denn gern? Also ich frag mich, wann der Mann Level abkriegt, der Shen. Muss die ganze Zeit gucken, dass er nicht stirbt, weil ich wahrscheinlich viel zu spät gefunden habe, dass er nur Stufe 1, während die anderen Stufe 8 sind. Ich bin ja so groovy, ey, Alter. Meine Beute naht. Das ist keine Liste. Auf der Pirsch. Versuche zu denken. Was liegt vor mir? Hier kommt mir. Muss mal langsam echt ein bisschen gucken, wie wir das hier alles machen, ey. Ganz schön stark, mein Gott. Dann geht's da weiter. Können wir da coolen Scheiß machen? Pass auf.
Ne, das hat nämlich auch keinen Schaden gemacht. Schade. Ja, wollt ihr mal mithelfen, Freunde? Wie sieht's aus? Ne, die halten einfach arschviel aus, kann das sein? Ja, die sind viel zu stark. Die sind viel stärker als normalerweise. Mein Gott, ey. Sonst wäre es ja auch so einfach, ne? Was liegt vor mir? Andere allein. Entfesselt die Bestie. Mit Fangzähnen und Klauen. Auf der Pirsch. Hä? Unsere Wege kreuzen sich. Entfesselt die Bestie. Gut, ich suche ja die Überlebenden, aber irgendwie. Na, vielleicht hier unten, oder dann gehen wir mal zu den Dicken da oben hin. So. Weiter und auf den drauf. Genau. So. Dann noch der Nagerfisser hier. Wunderbar. Eine Heilung. Und hier ist aber auch nichts mehr. Alter Scheiß, Mann. Einzel Labyrinth hier. Ich habe Witterung aufgenommen. Auf der Pirsch. Ich habe Witterung aufgenommen. Ja, jetzt gehen wir mal dahin, wo es blinkt. Also richtig wach werde ich heute nicht mehr, ne? Mein Gott. Ich wandere allein. Ich handle instinktiv. Aha. Ich wandere allein. Cool, was ist jetzt sehr Tolles? Unsere Wege kreuzen sich. Dort muss irgendwo das Nest der Schlangen sein. Ah ja. Wenn wir die überlebenden Menschen finden, können wir feststellen, ob sie unserer Sache dienen oder nicht. Ja, dann schauen wir mal. Das sind alles Sachen, an die ich mich echt nicht mehr erinnern kann. Ich erlebe das jetzt schon noch ein bisschen neu gerade, ne? Finde ich schön. Yeah, schön, du hast ein Level up, was geht denn ab? Okay, warum kann ich das nicht weitermachen? Na gut. Entfesselt meine Kraft. Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, wird er nicht nass. Der Wasser wird Chuck Norris, der ist so alt. Also der ist so mega alt. Glaubst du mir gar nicht, wie alt er ist. Boah, Jaina. Es ist sonderbar. Ah, Jaina. Jaina. Oh, Jaina. Alter, machen die einen Schaden. Warum gehen die alle auf Jaina? Das Ding. Was liegt vor mir? So. Auf der Pier. Wo ist dieser scheiß Unterschlupf von den Schlangen? Entfesselt die Bestie. So, es reicht mir nicht. Ich hau jetzt den Ult an. Vor allem Voodoo-Geister, das ist einfach die Anubarak-Ult. Das ist einfach nur die Anubarak-Ult. Seine richtige Ult ist so viel toller. Aber ist halt jetzt mit so wenig Charakteren nicht zu gebrauchen. Der macht nämlich normalerweise einfach alles unverwundbar.
was in so einem Kreis drin steht, aber das macht halt keinen Sinn, wenn du nur 3-4 Viecher da rumstehen hast. Eins, ja, wunderbar. Frisch gezopftes, kühles Brot. Entfesselt meine Kraft. Ich höre euch, Mann. Ihr seid ein Trickser. Ich bin ja so groß, ey. Scheiße, ey. Bullshit. Nein. Alter, sind die stark, Mann. Jagt sie raus. Schön Stufe 2, lass mich schon tanken. Ja, das wäre vielleicht nicht ganz gut schlecht gewesen. Nein, ich bin King Sinnlos. Ich bin sonderbar. Nein, ich bin King Sinnlos. Ich bin ja so groovy, ey, Alter. So ein Mana-Brunnen wäre noch irgendwie cooler, ne? Ja, muss ich jetzt hier die Überlebenden finden? Oder muss ich jetzt hier nur rumschnetzeln und krieg nichts dafür? Was ist das für eine Politik hier? Auf der Pferde. Ich habe Witterung aufgenommen. Ihr habe Witterung aufgenommen. Unsere Wege kreuzen sich. Hier ist einfach gar... Ah, halt mal, halt. Instinktiv. Hier ist zumindest mal ein Gebäude, sehe ich. Ein Türmchen. Ist das der Unterschlupf hier? Der besagte Tolle. So, jetzt mache ich hier mal das tolle Ult drauf, wenn es irgendwie geht. Ja. Super. Was gibt's jetzt hier? Aha, ein Potenzial der Intelligenz. Wunderbar. Komm, geben wir dem mal. Das wird bärig. Ich glaube, hier gibt's gar nichts. Ohne Scheiß. Auf der Perle. Ich geh jetzt mal dahin, wo es blinkt. Hier gibt es irgendwie nichts. Ich weiß auch nicht. Gut, links geht's weiter. Ist schon richtig. Jaina AFK am Pfosten. Oh, ja, stimmt. Ich kann helfen. Hoppala. Jagt sie raus. Ah, da geht's weiter. Die liebe Fahr, das liebe Geschnetzel. Ich würde die mal reporten. Oh Gott, ey, ihr seid immer so witzig. Was für witzige Menschen. Oh, ich werd grad müde, ey. Scheiße. Danke. So. Ich wandere. Dann geht's hier weiter. Mit Fangzähnen und Klauen. Haha. Scheiße. Ich handle instinktiv. Wie lautet der Plan? Hier kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Okay, wir haben es geschafft. Meine Beute naht. Wunderbar. Ich habe Witterung aufgenommen. Voll toll.
Nein, ihr geht nicht nach vorne. Geht nach zurück. Geht zurück. Jetzt wird es zurückgehen. Ihr seid ein Trickser. Jagt sie auf. Boah. Und Jaina wieder tot, jawohl. Sie sind so stark, das ist so kacke. Ich höre euch, Mann. Scheiße, ey. Nein. Bleibst du bitte hier? Rukan, du geile Sau. Auf geht's. Sind sie zu stark, bist du zu schwach? Ja, Mr. Fisherman, hast du wohl recht. Was liegt vor mir? So. Ich wandere allein. Auf der Pirsch. Na, gibt's hier was Schönes? Dürrer Klepper. Mit Fangzähnen und Klauen. Raut sich da Ärger zusammen? Bin zur Spurensuche bereit. Don't worry. Entfesselt meine Kraft. Ich handle instinktiv. Versuche zu denken. Ich höre euch mal. Man muss da echt gerade auch ein bisschen koordinieren, die ganzen Angriffe hier. Hoppala. Nein, Shen. Scheiße. Alter, was sie aushalten. Wahnsinn. Ich habe einen echten Gruf, Mann. Oje, oje. Hier kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Unser ältester Tod, daraufhin, das ist höchst interessant, das hört sich interessant an. Ja, manchmal kommen da lustige Gespräche zustande. Das Dingo. Oh, und da muss ich jetzt hin. Heieiei. Das Ding. Oh, das wird jetzt super. Ich sehe schon, das wird jetzt super. Jagt sie raus. Auf der Pirsch. Ich habe so, erstmal. Ich brauche halt Mana, ganz dringend. Hat irgendeiner von euch einen Mana-Trank? Oh, der hat sogar. Die hat sogar einen. Nein! Ups. Noch eine Runde. So, erstmal werde ich Misha rufen. Hafa rufen. Und dann kommt der Shen. Und Misha. Und gehen vor. Er macht einen Totem hier hin. Raut sich da Ärger zusammen?
Trink einen auf Tau, den zur Spurensuche bereit. So. Die Feuer da rein. Schön fällt, klasse. Zu spät reagiert, scheiße. Ich kapier schon mal. Scheiße, ey. Alter, ist die stark. Das ist alles so stark. Oh Mann. Fortune de Haze, grüß dich. Schön, dass du dabei bist bei der glorreichen Sterbung, Alter. Wow. Aber wie schnell dieser Schwierigkeitsgrad aber auch gestiegen ist. Das ist ja Wahnsinn. Ich dachte, ich habe meine Helden richtig geil hochgelevelt. Da geht gar nichts mehr. Aber irgendwie, nee, doch nicht so. So. Meine Beute naht. Ich hoffe mal, dass sie alle ihr Mana wieder haben und ihr Ult, bis das Ganze wieder losgeht. Ich wandere allein. Entfesselt die Bestie. Warum sind da jetzt wieder drei von denen? Stehen jetzt schon Wache oder was? Ich wandere allein. Ich kann helfen. Ich höre euch mal. Das Ding. Raucht sich da Ärger zusammen? So, jetzt aber komm, auf. Oh, das ging jetzt angenehm einfach. Wow. Vampirtrank. Ne, ich glaube, das ist gar nicht so geil, oder? Wie lautet der Plan? Hört sich interessant an. Meine Beute. Ich kann helfen. Ich handle instinktiv. So. Mit Fangzähnen und Klauen. Auf der Pferde. So, und jetzt? Ich handle instinktiv. Ah, ja. Wir kommen zu spät. Die Schlangen haben schon alle getötet. Wartet! Der hier lebt noch! Herrin Jaina, wir haben euch gefunden. Endlich. Der Admiral wird überglücklich sein. Das ist doch nicht möglich. Wir müssen sofort zurück nach Terramor. Aber was? Vertraut mir einfach, Rexar. Ich erkläre alles, wenn wir dort sind. Mhm. Das Schiff zur Insel Terramor bringen. Alles klar. Frostwache. Süß. Fügt den Angriff an das Helden einer zusätzlichen Kälteschaden für 5 Punkte. Oh, das geben wir mal dem Shen. Der hat noch so wenig. Das Ding haut sich da Ärger zusammen. Ja, machen wir dieses magische Tier, das braucht irgendwie keinen Schwanz, okay. Ja, so.
Zwingendlich, habe ich das falsch geschrieben? Ja, ist kein Deutsch. Ob es das Wort überhaupt gibt, ist die Frage. Zwingend reicht das aus, würde ich sagen. Jetzt gibt es das Wort. Lass den Duden bestechen. Das klingt nach einem Plan. Ach ja, Chat. Ich habe euch vermisst. Ich habe euch wirklich vermisst. Die letzten Tage, Wochen, war es ein bisschen schwer. Tatsächlich, weil ich mich um verdammt viel kümmern musste. Erwachsenenkram. Und ihr wisst ja, wie es ist. Manchmal habt ihr einfach so eine Phase, wo es nicht so läuft. Dann müsst ihr ein bisschen mehr Zeit und Energie investieren und dann geht's wieder. Aber es ist wieder auf einen aufsteigenden Ast. Also ich denke, das Schlimmste habe ich so hinter mir für die nächsten Wochen, Monate. Das ist gut. Mach die Steuererklärung doch live. Nee, die ist schon lange weg. Die habe ich schon länger gemacht. Nee, es ging um meinen DSL-Vertrag, der schon die ganze Zeit läuft, obwohl ich ihn schon längst gekündigt habe. Mein Handyvertrag war viel zu teuer. Es geht noch versicherungstechnisch um mein Auto, wo ein Schaden entstanden ist, den ich nicht verursacht habe. Und irgendwie meldet sich da irgendwie die Sicherung von einem Schädiger nicht. Mit der GEZ stimmt auch was nicht. Also irgendwie, ja, musste ich mich um ein paar Sachen kümmern, weil ich mich irgendwann einfach gefragt habe, warum habe ich eigentlich nie Geld? Und dann so, oh, hoppla, ja, da sind irgendwie so ein paar Sachen, die sind ein bisschen teuer oder sollte ich eigentlich gar nicht zahlen müssen? Warum muss ich das zahlen? Und ja, da muss ich mich gerade ein bisschen drum kümmern. Das ist so der Hauptzeitfresser-Moment, der mir jeden Tag halt so 2 Stunden nimmt. Dann habe ich halt, wie gesagt, noch meinen gesünderen Lifestyle angefangen. Und wenn du anstatt 20 Minuten Pizza in den Ofen schieben, halt dann doch mal eine halbe Stunde in der Küche stehst und eine Viertelstunde isst, dann ist es halt jeden Tag mit Einkaufen vielleicht teilweise sogar vorher noch halt eine Stunde, die du einfach nicht hast. Ja? Und das kumuliert sich und das summiert sich halt auch irgendwann. So, Insel Theramore. Ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Part wieder. Das war euer Olli von den Aufregers. Wir sehen uns das nächste Mal auf Theramore wieder. Bis dann, over and out.